Ich vergleiche 1933 mit 2020. Tyrannei der Ungeimpften. Juden werden jetzt systematisch entrechtet und gedemütigt. Aber was du vergleichen kannst, ist diese Systematik dahinter und wie das auch wieder gefruchtet hat, gerade im deutschen Volk. Man kann Parallelen ziehen. 1:1 Vergleich schwierig, aber man kann definitiv Parallelen ziehen. Das ist nun mal so in einer Demokratie. Demokratie, Digga. Wenn ich nicht lache. Somit, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. True. Die sind in unseren Köpfen drin, die sind in unseren Gedanken drin, Bro. Matrix is real, Bro. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von meiner Seite. Ich liebe euch alle. Ich habe hier Watermelon Juice am Start. Heute mal selbst gepresst, selbst gemixt, selbst gemacht. Und ich enjoy das auf jeden Fall sehr. Watermelon Juice ist schon krass. Das gibt einem direkt so Lebensenergie, finde ich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt für heute in die erste Reaction rein. Welche heißt, ich vergleiche 1933 mit 2020? Es wird ein sehr wildes Video, glaube ich, an der Stelle. Der friedvolle Krieger ist ein Kollege auch von Leo, von Ketzer der Neuzeit. Den habe ich auch schon mal kennengelernt. Der hatte mir auch ein, zwei Mal auf Instagram geschrieben. Scheint ein sehr sympathischer Dude zu sein, macht auch so Straßenumfragen etc. Und das Video war auch im Discord und deswegen werden wir jetzt darauf reagieren. Kleiner Hinweis nochmal an der Stelle. Der Discord ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich wäre euch dankbar und verbunden, wenn ihr da mal reingeht und euer Video, das, was ihr so denkt, darauf soll der Lovelock mal reagieren, in den Discord reinfetzt. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in das Video. Ich liebe euch alle. Ab geht der Peter. Come on. Dieses Video enthält sensible Inhalte und wird auf einige Zuseher verstörend wirken. Wisst ihr Bescheid, meine lieben Freunde. Wenn ihr unter 18 seid, abschalten. Tyrannei der Ungeimpften. Juden werden jetzt systematisch entrechtet und gedemütigt. Ist halt ein krasser Vergleich so, ne? Ist ein sehr heftiger Vergleich, der auch nur in Teilen meiner Meinung nach berechtigt ist, so, weißt du? Natürlich ist das, was damals passiert ist, noch viel, viel schlimmer, weil sehr viele Menschen getötet wurden und umgebracht wurden und verfolgt wurden, was extrem ist, so. Das kannst du in der Hinsicht nicht wirklich mit dieser Corona-Zeit vergleichen. Aber was du vergleichen kannst, ist diese Systematik dahinter und wie das auch wieder gefruchtet hat, gerade im deutschen Volk, dass so viele Leute da mitgemacht haben. Man kann Parallelen ziehen. 1:1 Vergleich schwierig, aber man kann definitiv Parallelen ziehen. Ihre Geschäfte boykottiert, jüdische Beamte aus dem Staatsdienst entlassen. Das musst du dir ja mal reinziehen, ey. Musst du dir mal reinziehen, wie krass die das Volk indoktriniert haben mit dieser Propaganda, dass da wirklich auch so viele Menschen mitgezogen sind. So. Und dann im Nachhinein dann gesagt haben, so, ja, nö, was habe ich jetzt, also dass da so viel passiert, das habe ich jetzt nicht mitbekommen und so. Das ist schon eine heftige Geschichte. Das ist schon krass, Alter. Das ist schon wirklich krass. Tyrannei der Ungeimpften. Was ist die Lehre aus der Shoah, dem nationalsozialistischen Völkermord? Die wichtigste ist vielleicht, dass Menschenwürde unantastbar ist. Ja, Mann. Diese Lehre wurde halt nicht wirklich, das ist das, was man halt gesehen hat, so. Dass diese Lehre aus dieser Zeit nicht wirklich angekommen ist bei den Menschen. Deshalb gibt es für die Bürger Europas eine Pflicht zur Wachsamkeit. Eine Pflicht, die Menschenwürde der anderen zu verteidigen. Gerade heute. Ja, für mich ist das völlig in Ordnung, dass die ausgegrenzt worden sind. Die Geschichte. Musst du dir mal reinziehen, da gibt es echt Leute, die sagen, für mich ist es völlig in Ordnung, dass sie ausgegrenzt wurden. Erholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ja, wir mussten... Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das ist krass. Gutes Feedback. Machen, was die oberen Köpfe in Deutschland uns vorgetragen haben. Ja? Das ist nun mal so in einer Demokratie. Es ist schon einfacher. Demokratie, Digga. Wenn ich nicht lache. Einfach mitzumachen. Mitgemacht ist mitgemacht, ne? Jetzt kann ich mich da auch nicht reinwaschen. Es fühlt sich an wie so ein Test halt. Ich glaube, dass die Menschen immer... Teste den Männer, da. Wacher werden. Ich finde, das kann man irgendwie ein bisschen schlecht vergleichen. Vergleichen ist ganz arg wichtig. Und genau weil Vergleichen so wichtig ist, ist dieser offensichtlichste aller Vergleiche unerwünscht. Wir haben uns immer gefragt, wie konnte es damals nur so weit kommen? Ja, so. So, da fühle ich dich, Bro. Und wie hätte ich mich verhalten? Aus der NS-Zeit haben wir Deutschen vor allem eins gelernt. Wehret den Anfängen. Und die Anfänge, die haben wir gesehen. Und nur Gott weiß, wo das noch hingeführt hätte. Somit, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. True. Deshalb zogen wir die Lehre.
Leichte Gänsehaut, mein Jutster. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Unabhängig von seiner Hautfarbe, seiner Religion oder seines Impfstatus. Die Tyrannei der Ungeimpften. Rein. Wie wurden die Ungeimpften letzten 3 Jahre behandelt? War das für euch jetzt im Nachhinein eine gute Behandlung gewesen, dass sie überall ausgeschlossen wurden? Oder sagt ihr, das war ein Fehler, wie wir das gemacht haben? Wie seht ihr die Behandlung jetzt aktuell? Finde ich jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Wir haben die eigentlich ganz normal bearbeitet, die Leute, ne? Ganz normal bearbeitet die Leute, Lara. Mädchen, Alter, du bist doch noch näher an der Zeit von damals dran als wir. What the fuck, Alter? Wie schnell können Menschen solche Geschichten vergessen? Das ist so krass, wie schnell Menschen wieder bereit sind, andere Menschen auszugrenzen. So. Ja, eigentlich ja. Dass die normal weiterleben konnten, ne? Ja. Was ich eben so mitbekommen habe, wurden die ja schon eher wie Aussätzige behandelt, ne? Mhm. Ja, und das war natürlich nicht korrekt. Also die waren quasi der Klassenfeind gewesen? Ja, natürlich. Genauso kann man sagen, ja. Wie Dreck. Safe. Fertig. Ja, genau. Nee, fallen Städte unfair. Ne? Also jeder konnte zahlen, was er will. Der hat Jut einen Tee gehabt, der Jutste. Weiß keinen, der nicht geimpft worden ist. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Gefährliche Bubble, in der du bist, meine Jutste. Also insofern kann ich da gar nichts zu sagen. Aber wurden die ausgegrenzt? Ja, ist schon, kann man schon, vielleicht schon sagen, ja. Für mich ist das völlig in Ordnung, dass die ausgegrenzt worden sind, sag ich mal. Ja! Das ist für mich völlig in Ordnung. Ja, ausgegrenzt hat überhaupt niemand. Nee. Aber haben wir ja. Ja, ja gut, okay, aber... Ja. Aber war das gut, die auszugrenzen? Nein. Nee? Nein. Er sagt nein, die Frau... Nee? War nicht gut, Schatz? Okay, nee, war nicht gut. Oh Mann, Alter. Also die Jutze hat ganz wenig, aber die hat viel, aber keine eigene Meinung, ne? Ja, das finde ich nicht. Ich finde, man sollte keinen ausgrenzen. Da muss ja jeder selbst entscheiden, ob er sich One Love, Bro. lassen will oder nicht. Also man hört schon Kommentare, wo es heißt, der hat sich ja nicht impfen lassen und so. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das ist krass, die Leute teilweise, die sich halt einfach impfen lassen haben und ganz normal an dem Leben der Gesellschaft weiterhin teilgenommen haben, die haben sich über solche Sachen gar keine Gedanken gemacht, machen sich über solche Sachen keine Gedanken und werden sich in Zukunft auch über solche Sachen keine Gedanken machen. Und solange wir so viele Menschen haben, die das so tun, umso kann das immer wieder passieren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, weil die sich einfach darüber, oh, ich habe gar keine Gedanken gemacht, ich habe einfach mitgemacht. Gedanken darüber gemacht. Also ich denke, in dem Moment war es richtig. Im Nachhinein muss man das vielleicht nochmal reevaluieren. Da gibt es einiges aufzurollen, glaube ich. Das Thema ist ja jetzt sowieso durch. Also Corona ist ja jetzt weg. So, ja. Scheißegal. War schon gar ja, das ist genau die Einstellung, Bro. Das ist genau, ist ja jetzt weg. Ist ja scheißegal, Digga. So. Aber wenn du das jetzt mal mit den 1933ern vergleichst, was man dazu sagt, ich will es jetzt hier nicht aussprechen und so, aber weißt du, was ich meine, so? So kannst du halt an die Sache nicht rangehen. Gedanken mehr gemacht. Ja, ne, das Thema ist quasi durch. Vor jetzt ein paar Jahren so. Alle, ja, die Leute, die sich nicht impfen lassen, sind so und so und die müssen ausgegrenzt werden. Da gibt es ja offizielle Statements von Politikern und... Medien. Da hat er sich doch nur kurz vertweetet, Mann. Das war ein vertweeteter Tweet, Bro. Die müssen alle verklagt werden. Alle verklagt werden. Wer nicht geimpft ist, kann nicht unter Leute gehen. Peter Maffay, ja, sehr enttäuscht. Ich dachte, der ist cool, Digga. Aber in der Zeit haben mich einige Menschen sehr enttäuscht, so. Da hast du mal wieder gesehen, da hast du wirklich halt gesehen, wie die Matrix funktioniert und wer da alles tief drin festhängt, so. Das hast du wirklich gesehen, so. Auch crazy, dass sich das durch so alle Bereiche durchgezogen hat. Am meisten enttäuscht war ich von der ganzen, alle Leute, die sagen, dass sie angeblich Rapper sind und alle Leute, die sagen, dass sie angeblich Kabarettisten oder Comedians sind. Weil das sind diese zwei Kunstformen, die eigentlich immer dafür da waren, solche Missstände und solche Dinge, wenn die passieren, anzusprechen, so. Wie viele Leute haben das gemacht? In Deutschland. Ja, genau, Digga. So.
Weil war ja auch 2 Jahre lang die Realität gewesen, in der wir gelebt haben. Also ist halt vollkommen ordentlich, die als asoziale Vollidioten zu beschimpfen. In der Zeit hatte man halt das Gefühl, die sind auch einfach Idioten so, weißt du. Mittlerweile denkt man vielleicht ein bisschen anders, so ein bisschen differenzierter darüber, aber zu der Zeit habe ich das Gefühl gehabt, die sind Idioten und ich nicht so, weißt du. Ja, so. Und die sind ja auch daran schuld gewesen, dass wir die ganze Zeit eingesperrt wurden, weil die einfach nicht mitgemacht haben. Hat man ja immer gedacht, ne? Genau. Also Ungeimpfte sind ja schuld, dass die Pandemie nicht geendet ist. Mhm. Und deswegen mussten sie ausgegrenzt werden, weil sie ja quasi am Tod anderer Menschen verantwortlich sind. Wurde ja damals so gesagt, vor einem Jahr noch. Gesagt, ob das so war, ist ja eine andere Frage, ne? Mhm. Aber alle haben mitgemacht. Du musstest überall deinen Ausweis zeigen, um ins Geschäft zu kommen. Du darfst kein Kaffee mehr trinken gehen. Du darfst nicht mehr zur Arbeit gehen. Na gut, aber dann ist es ja so angeordnet worden. Das ist ja so angeordnet worden. Das ist halt auch die alte Schule, ne? Die folgen halt, die sind halt Folger, Bro. Die sagen das, gerade in Deutschland, wir sind halt so ein Volk von, wir folgen. Wenn einer von oben sagt so und so, dann ist so und so. Meine eigene Dings ist scheißegal. Wenn der sagt, ist so, dann ist so. Und diese, dass die uns dieses frei denken und dieses frei eine eigene Meinung haben und sich auch mal dagegen zu wehren, was von oben gesagt wird und so, dass wir das nicht mehr haben, das ist halt brutal gefährlich so. Uns kann man halt extrem leicht steuern und manipulieren. Angeordnet. Ja, das wirklich so war. Gut, am Anfang ja, man hatte wirklich das Gefühl, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann muss ich mich zu Hause in der Ecke setzen und bleibe da. Ja, so war's. Das stimmt schon. Hat die am Anfang auch, ne? Aber nach der ersten, zweiten, dritten Impfung dann. Deswegen, ihr habt ja dann zu der, genau, weil ihr habt ja zur Gruppe dazugehört gehabt, die ihr wiederum erlaubt, weil ihr durftet ja einkaufen gehen, ins Café gehen, in das Restaurant gehen. Ja, die haben das nicht mitgekriegt richtig, ne? Das ist in vielen leider noch so eingetrichtert. Auf jeden Fall, aber man muss halt auch die positiven Seiten sehen, meine lieben Freunde. Das muss man auch immer wieder erwähnen. Dass ich denke und finde, dass die Gesellschaft sich da, gerade die jungen Leute, sich da schon etwas weiterentwickeln und immer mehr Leute, gerade auch durch diese Zeit und auch was jetzt alles rauskommt im Nachhinein, habe ich das Gefühl, dass immer mehr Leute auch sich trauen, outside the box zu denken und sich trauen, sich alternative Medien reinzuziehen, Dinge zu hinterfragen, nicht einfach alles so zu nehmen, wie sie es präsentiert bekommen, sondern ihren eigenen Menschenverstand anschmeißen, recherchieren und solche Geschichten. Hab schon das Gefühl, dass da auch eine Entwicklung stattfindet. Also man darf nicht immer nur die negativen Seiten sehen, weißt du? Leute gekündigt, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Es gab keine Impfpflicht, im Endeffekt war das trotzdem eine Impfpflicht, also durch die Hintertür. Also das Schlimmste war... Guck, so eine Leute, weißt du, ich meine, wie er jetzt hier zum Beispiel so, das sind so junge Leute, die informieren sich so, die sind nicht mehr so leicht manipulierbar und wir müssen halt einfach dafür sorgen, dass es immer mehr werden. So, wir geben halt Gas, wir gucken, dass wir Menschen dazu anregen und so kann man dann schon so einen Schneeballeffekt auslösen. Also dieses Kopf in den Sand stecken und sagen, die sind eh alle verloren, das ist es halt auch nicht. Einfach, dass Leute, die ungeimpft waren, am Ende dann ein paar tausend Euro zahlen mussten, um eine Praxis offen zu lassen oder irgendwas. Mhm. Das hat mich schon geschockt. Aber einige wurden natürlich wirklich massiv unter Druck gesetzt. Vor allen Dingen, wie ich gehört habe, in Pflegeberufen, im öffentlichen Dienst und so weiter, Pädagogen und ich weiß nicht mehr noch alles. Also das nicht korrekt ist ja wohl klar. Ist das schon eine Art Ausgrenzung, ja. Aber es war damals berechtigt gewesen, sie auszugrenzen und heute immer noch oder nur damals? Jetzt würde ich es vielleicht nicht ganz so krass sehen, aber alles ein bisschen relativ. Zu der Zeit, ne? Hat man schon das Gefühl gehabt, wo ist das Problem, sich impfen zu lassen, um... Das siehst du ja jetzt im Nachhinein mit den ganzen Nebenwirkungen und so, wo ist das Problem, Bro? Krass, dass Leute immer noch denken, ja, das war schon okay, wie die damals reagiert haben und was sie damals gemacht haben. Die wussten es ja nicht besser und so. Nein, man hätte einen gesünderen Umgang mit der ganzen Sache finden können. Definitiv. So. Ja, das ist mehr ja anders, ne? Und dann hat man es nicht so richtig verstanden. Und jetzt kommt ja alles raus, dass das doch nicht so gut war. Und jetzt sind alle so, ja, auf einmal, ach ja, die Impfschäden und so. Jetzt tun alle so, als hätten die das nie gesagt. Aber jetzt ist es ja irgendwie ganz verflogen. Man hat das so komplett vergessen. Also ich habe da diesen Übergang auch gar nicht gemerkt, wann überhaupt was... Hast du nicht. Gab es genug andere Dinge, die auf einmal in den Medien groß waren. Krieg ist ja 1:1 übergegangen auch so. Corona war mehr oder weniger vorbei. Dann hat die Ukraine-Krise angefangen, Energiekrise, Gender-Wahnsinn, diese ganzen Themen. Man kriegt auf jeden Fall genug Themen, um das ganz schnell zu vergessen so. Aber wir vergessen das nicht, Bro. Deswegen reagieren wir auch hier auf das Video. Finde ich auch gut, dass der Cousin nochmal so ein Ding gemacht hat. Passiert ist. Moment mal, du hast vollkommen recht damit. Der Übergang war sehr merkwürdig. Das ist mir auch aufgefallen. Die haben doch im Herbst 2022... die gesamte Propagandamaschine angeschmissen, um uns auf den nächsten Lockdown vorzubereiten. Und so, dass halt jedem klar war, dass im Oktober, spätestens im November, die Maskenpflicht, die Testpflicht, 2G, 2G Plus etc. zurückkommen wird.
Auf einmal verging Zeit und mitten im Dezember durften wir immer noch ohne Maske in Innenräumen einkaufen gehen. Hat mich auch gewundert. Und sogar ohne einen Test ein Restaurant besuchen. Das war wirklich merkwürdig. Und ja, so standen wir dann mitten im Winter ganz ohne Schutz da. Ich bin 2-mal geimpft, manche sind 5-mal geimpft, manche haben 8 Impfungen, das ist mir relativ... 28, Bro. Wer geimpft ist oder nicht. Aber du bist trotzdem kritisch, obwohl du einkaufen gehen durftest, dass eine gewisse Gruppe von Menschen, also 20 Millionen Deutsche, durften nicht einkaufen gehen, die durften nicht arbeiten, die durften gar nichts mehr. Auf jeden Fall. Klar, das ist ja damals auch was mit Diskriminierung zu tun, ne? Die wurden doch offiziell diskriminiert. Digga, safe, hundertprozentig. Und das hat auch was gemacht mit den Leuten. Du fühlst dich natürlich nicht geil in dieser Situation, auch wenn die ganzen geimpften Menschen das nicht nachvollziehen können, aber das hat sich nicht geil angefühlt, dass du an den ganzen Dingen nicht mehr teilnehmen darfst und Leute das aber machen dürfen, weil sie sich diese Spritze reingejagt haben. So. Das ist doch klar, das hat was mit der Gesellschaft gemacht. Das hat was gerade mit den Menschen gemacht, die auch nicht geimpft waren. Und auch diese ganzen anderen Maßnahmen, die da waren, so, das hat alles was mit uns Menschen gemacht. Das kann man nicht einfach so wegwischen und sagen, ja, jetzt ist vorbei, jetzt ist ja alles wieder gut so. Ich finde, man merkt es auch extrem, wenn du rausgehst und so, es ist nie wieder so wie früher geworden. Das Rausgehen, das Feiern, dieses Freiheitsgefühl und so. Und ich glaube, bei jugendlichen Leuten, die in dem Alter waren, dass die dann zum ersten Mal rausgehen, zum Beispiel, du hast deinen 18. Geburtstag gehabt in der Phase vom Lockdown zum Beispiel. Was denkst du, was das mit dir macht im Gehirn auch? Du hast nicht mehr dieses Freiheitsgefühl, dass du alles machen kannst, was du möchtest. So. Da ist ein riesen Einschnitt in der Gesellschaft stattgefunden zu dem Zeitpunkt so. Das kannst du nicht einfach so weg ignorieren. Natürlich. Ja. Jeder hat seine eigene Meinung und die haben sie halt eben vertreten. Das ist nun mal so in einer Demokratie. Ajo. War das demokratisch gewesen, was abgelaufen ist? Denn ja, jeder kann ja seine Meinung sagen. Aber die Ungeimpften ja nicht. Also die durften eben nicht mehr arbeiten gehen, einkaufen gehen. Die durften eine Meinung haben, ja. Die durften sie aber nicht mehr sagen, weil dann wurden sie gelöscht. Auf allen Social-Media-Plattformen gesperrt, gelöscht, gebannt, gestrikt, was auch immer. Und zweitens hat deren Meinung niemanden interessiert. So. Ja, ich darf meine Meinung haben, aber in der Demokratie entscheiden wir ja miteinander. Also die waren ja aus dem Leben ja ausgegrenzt und ausgeschlossen gewesen. Es gab sogar den Lockdown für Ungeimpfte. Wollt mir doch nicht erzählen, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen haben, nicht einkaufen gehen durften. Also hallo. Naja, da gab es ja 2G und dann sogar 2G Plus irgendwann. Und bei 2G Plus mussten sogar die Geimpften wieder einen Test haben. Aber wir hatten einen Zeitpunkt. Schluss jetzt. Okay, super. Dann euch beiden einen schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Super, danke. Ja, also Ungeimpfte durften nämlich immer einkaufen gehen. Klar, gar kein Problem. Die durften einkaufen gehen, die durften arbeiten gehen. Nee, Supermarkt ging aber, oder? Ich war 2021 zu der Hochphase, war ich halt nicht da, aber ich glaube, einkaufen, so Rewe und so ein Scheiß ging schon, ne? Das stimmt schon. Ist klar, wie gesagt, die Menschen vergessen, was geschehen ist, die verdrängen, was geschehen ist. Und natürlich durften Ungeimpfte shoppen gehen, so. Einkaufen, ja, er meinte wahrscheinlich shoppen und so, ne? Und Fitness. Supermarkt ging, aber alles andere halt nicht. Würde gehen. Nein, durften sie nicht. Naja, bei Fürath schon. Fürath Polat. Für 2 Fitnessstudios in Stuttgart und hat sich geweigert, Menschen auszugrenzen. Fittert Abi, ich küsse dein Herz, Bro. Wir hatten Phasen, da durften ja ungeimpfte Menschen nicht in die Fitnessstudios und da habe ich auch nicht mitgemacht, habe ich mich auch nicht vor die Kamera gestellt und habe gesagt, ich werde keinen diskriminieren, ob einer geimpft ist, nicht geimpft ist, das sollte man jedem selbst überlassen. Ja, ungeimpfte Menschen nicht in die Fitnessstudios und da habe ich auch nicht mitgemacht, habe ich mich auch nicht vor die Kamera gestellt und habe gesagt, ich werde keinen diskriminieren, ob einer geimpft ist, nicht geimpft ist, das sollte man jedem selbst überlassen. Und ich werde hier nicht unterscheiden, weder zwischen Religion, Nationalität, auch. Stark, Junge, fühle ich komplett. Ich nach Impfstatus und habe mich da vor die Kamera gestellt und einfach die Unternehmer dazu aufgerufen, auch nicht mitzuspielen. Weil weißt du, das ist daran ja der Punkt. Hätten alle zu dem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, mitgezogen, wäre das niemals so weit gekommen. Ich kann es bis... Das ist das. Hundertprozentig. Wir als Volk haben halt eine Riesenmacht. Und das ist das, was die Menschen auch heutzutage nicht mehr verstehen. Dass wir, wenn wir uns dagegen stellen, dass die nichts machen können. Wenn wir uns, wenn das Großteil vom Volk sagt, mach ich nicht. Ich lass offen, auch für Ungeimpfte. Was sollen die denn dann machen? Sollen die alle Läden zumachen? Können die nicht. Das heißt, wir als Volk haben eine Riesenmacht auch, aber diese Macht kriegen wir ja schon im Vorhinein genommen. Digga, wir werden dazu erzogen, dass wir hörig sind so,
In der Schule, halt deine Schnauze, setz dich hin. Einer steht vorne und sagt dir, was du zu tun hast. Wann du auf Toilette gehen darfst, wann du was machst, wann du Feierabend hast, wann du kommen musst, wann du Urlaub hast. Diese ganzen Geschichten. Und so erzieht man uns halt zu Leuten, die einfach nur noch hören, was irgendeiner über uns sagt. Das Milgram-Experiment, oder wie hieß es nochmal? Milgram-Experiment? Milgram, glaube ich, ne? Könnt ihr mal googeln. Das beschreibt es auf jeden Fall krass. Nicht verstehen, ehrlich gesagt, aber dass die Menschen da, dass so viele Unternehmer, Gastronomen und so weiter, obwohl die es nicht gut fanden, trotzdem gesagt haben, zeig mir deinen Impfpass. Aber wenn du den nicht hast, auf gut Deutsch, verpiss dich und bleib draußen. Ja, ich drück's gerade hart aus, aber es war so. It's real talk, bro. Ja, waren die Gesetze gewesen, waren die Regelungen gewesen. Das heißt, die machen doch nur alle mit, die Menschen. Aber ich habe immer gesagt, sollte ich mal in so einer Situation sein, wo irgendeine Religionsgruppe, Nationalität oder irgendwie was ausgegrenzt wird. Das ist es halt, dass jeder seine Macht erkennt und dann nicht mitspielt so. Das ist ja genauso wie damals in der Zeit 1933, als Leute zum Beispiel die Züge gefahren haben nach Auschwitz, Bro. Das ist jetzt ein harter Vergleich und ich weiß auch, da sind viel mehr Menschen gestorben und das kannst du auch nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Aber auch die haben gesagt, ja, ich habe ja nur meinen Job gemacht. Ich bin halt Zugfahrer so und ich habe meinen Job gemacht. Aber wenn jeder halt so denkt und das so durchzieht, dann passiert halt auch nichts. Gerade in Phasen, wenn Unrecht passiert. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es laut Gesundheitsstatus, dass sowas kommen wird. Aber grundsätzlich war ich immer gegen Diskriminierung und Spaltung. Und da kann man mich auch nicht mit irgendwelchen Strafen dann davon abhalten, mitzuspielen. Weil wenn ich mitspiele, dann bin ich nicht besser als alle anderen. Und das war so für mich der Grund. Ich habe auch nicht damit gerechnet, aber ehrlich gesagt, dass so viele mitspielen. Mach mal eine Reaction zum Milgram-Experiment. Habe ich gemacht, Digga. Wurde leider urheberrechtstechnisch rausgenommen, der Laden. Wir Deutschen haben uns ein Leben lang immer gefragt, wie konnte es nur 33 dazu kommen, dass alle Menschen mitrennen und alle ihren Verstand ausschalten und niemand mehr etwas Kritisches sagt. Und wie konnten alle nur Hitler folgen? Wie war das überhaupt möglich gewesen? Aber haben wir Deutschen nicht gedacht, das würde nie wieder passieren bei uns, dass eine Gruppe von der Regierung als schlecht gebrandmarkt wird und dass diese Gruppe überall ausgeschlossen wird? Wir dachten, das wird nie wieder vorkommen, weil eine Meinung wird vorgegeben. Der Bruder, jetzt geht da rein. Da muss der folgen. Wer nicht der Meinung folgt, ist ein Böser, ein Schlechter, ein Untermensch, der ausgestoßen gehört. Welche Parallelen siehst du zwischen 33 und zwischen 2020? Das ist halt, Mann, das ist halt, man muss halt auch ganz klar sagen, es ist löst auch in mir und in vielen Menschen halt einfach diese Angst aus, darüber zu reden oder das miteinander zu vergleichen. So. Das ist halt einfach, das kann ich schon nachvollziehen. Ist crazy, aber es ist eigentlich, dürfte nicht verkehrt sein, das auch zu thematisieren eigentlich. Weißt du, wie ich meine? Man dürfte eigentlich keine Angst davor haben, das zu thematisieren. Man muss halt sagen, dass es nicht eins zu eins vergleichbar ist, so wie ich das versucht habe zu sagen, so. Aber Parallelen gibt's da. Ich bin gerade überfordert mit der Frage. Okay. Also. Ja, das ist, da merkst du. War denn eine ehrliche Frage, oder? Das war eine ehrliche Frage. Da bin ich auf jeden Fall raus, ey. Nee. Trauen sich nicht, geht. Das ist. Haben die uns so eingetrichtert, da dürfen wir nicht. Und wir müssen jetzt auch weiter. Crazy. In gewisser Hinsicht, ja. Weiß ich nicht, würde ich auf jeden Fall nicht gleichsetzen. Der OG ist krass, Digga. Der OG hat noch Balls. Ich nicht, und wir müssen jetzt auch weiter. Hier, der OG hier. In gewisser Hinsicht, ja. So. Fühl ich. Ich würde dich auf jeden Fall nicht gleichsetzen. Es hat auf jeden Fall ähnliche Züge, aber wie gesagt, ich würde es nicht gleichsetzen, weil das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Oh. Ist so, es hat Züge auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so mit der NS-Zeit vergleichen kann, also das sind ja nochmal ganz andere Züge. Nee, das kann man nicht vergleichen. Nee, kann man nicht vergleichen. Er macht so. Sorry. Man könnte es auf jeden Fall vergleichen, ja, und auch mit der Ausgrenzung. Nee, ich sehe da keine Parallelen. Da waren ja andere Leute an der Macht, ne, sag ich mal, ja. Das kann man nicht vergleichen, die damalige Zeit mit der heutigen Zeit. Es ist schwierig zu sagen, ob man da Vergleiche finden kann. Also Parallelen gibt es bestimmt. Ich habe noch nie wirklich so darüber nachgedacht. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und ich finde es... Das finde ich eine geile, starke Aussage, was er sagt. So. Sehr viele Parallelen und ich glaube, selbst jetzt, wenn ich das jetzt so sage, werden manche Leute mit dem Kopf schütteln, aber ich stehe zu meiner Meinung. Sicher. Das ist stark, Junge, stark, stark. Genauso, ist natürlich jetzt sehr weit hergenommen, aber im Prinzip gleicht sich da so einiges, ja. Naja. Leute haben schon Angst, einen Gedanken zu denken. Ich schwöre dir, Dicker. Es ist so. Selbst bei mir ist diese Angst vorhanden. Ich spreche das aus, was ich denke, aber ich versuche auch, das so vorsichtig auszusprechen. So. Ne? Das ist halt, Bruder, diese
Die sind in unseren Köpfen drin, die sind in unseren Gedanken drin. Bro, Matrix is real, Bro. Ich schwör's dir. Die sind da, auch wenn die nicht da sind. Ich bin ja 35 geboren. So, ich weiß ja, wie das damals war. Und ich habe das für sehr schlecht empfunden, auch wenn man heute Leute ausgrenzt. Digga, ich fühle den komplett, den OG hier, ne? Das geht nicht. Warum ziehst du so einen Vergleich wie damals vor fast 100 Jahren? Aber man sieht, dass viele Leute einfach nicht daraus gelernt haben. Man hat immer gesagt, sowas darf nie wieder passieren. Ist leider teilweise passiert. Starkes Video, mein Bruder. Sehr starkes Video. Friedvoller Krieger fühle ich, Bro. Aber damals war es gut und richtig gewesen, weil... Nee, das war überhaupt nicht richtig. Naja, aber das wurde überall, also in den Radios, in den... Ja, das wurde programmiert, aber... Genau. Es war das Gegenteil. Genau, aber Sie haben gerade schon so schön gesagt, gehabt, programmiert. Die Menschen wurden programmiert von einer kleinen Handvoll von 5, 6 Menschen, haben es geschafft, gehabt, ein ganzes Land zu nehmen und das umzudenken zu bringen und in Gut und Böse eben einzuteilen. Ja. Ja, da steckten Jahre, jahrzehntelanger Plan schon dahinter, weißt du, wie ich meine? War nicht kurzfristig gedacht, so bin ich mir fast sicher. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es so wie eine Art Experiment war, so dass sie mit Corona austesten wollen. Das ist jetzt, das habe ich auch in meinem Treppenhaus-Video gesagt. Wie weit können wir mit der Gesellschaft heutzutage gehen, so? Und durch diese Sachen immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt weiter, bis sie dann komplett drinnen uns sind, so, und wir gar keine Macht mehr über uns selbst haben und einfach komplett 100% gelenkt sind, so. Richtig. Fernsehen, Entertainment und so, damit hat es angefangen damals. Richtig, genau. Und dann ist er heute zum Teil so. Ich finde, das ist halt schon so, dass man versucht hat, die Leute auf jeden Fall in bestimmte Lager, du bist jetzt gut und du bist jetzt schlecht, aber das war so ein bisschen natürlich unterschwellig. Unterschwellig? Das war ein bisschen natürlich unterschwellig. Wo hast du gelebt, mein Jüngster? Guck mal, so eine Aussage wurden halt getroffen, Digga, das musst du dir mal reinziehen, Alter. Es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Bro, also wenn das nicht so ein bisschen an Nazi-Shit erinnert, der Bruder, der traut sich das einfach nicht zu sagen, aber jeder muss es doch sehen, Digga, dass das Nazi-Scheiß ist, Bro. Sorry, aber ist so. Man muss nur Sachen oft genug und laut genug wiederholen, dass sich das in den Gedanken der Leute reinbrennt und dann funktionieren die so und dann tanzen die nach deiner Pfeife halt. Ja, wenn du das jetzt bezogen auf die NS-Zeit siehst, das würde ich jetzt nicht unbedingt mit der Maskenpflicht oder mit dem Impfdebakel, sag ich mal. Ja, aber die Unterteilung der Menschen in gut und böse Menschen, die Regierungstreuen, das sind die Richtigen, das sind die Guten, alle, die mitmachen, sind die Bösen, die ausgegrenzt gehören. Ja gut, also NS-Zeit ist ja nochmal ein bisschen was anderes, weil da waren Millionen von Menschen wurden getötet, die nicht dazu gehörten. Kam erst 6 Jahre später, also das kam erst sehr viel später. Zuerst wurde nur gesagt gehabt, dass die nicht mehr einkaufen dürfen. Juden durften nicht mehr in ein Geschäft einkaufen gehen. Das war das Erste gewesen. Das fing erstmal ganz, ganz klein an. Und dann, dass erstmal die Professoren aus den Universitäten geschmissen wurden. Du hast Balls, Bro, diese Umfrage zu machen und das so klar auszusprechen, Digga. Respektiere ich dich gerade hart für. Beispiel, jeder Professor aus der Universität rausgefunden. Solche Menschen brauchen wir, weißt du? Solche Menschen brauchen wir, die sich das trauen, so. Und dann auch, weißt du, der ist ja auch ein YouTuber, macht YouTube und so. Und ihm ist natürlich auch bewusst, dass das jetzt nicht positiv ist für seinen Algorithmus oder für irgendwelche Sponsorings oder für irgendwas so. Das ist einfach, merkst du und weißt du bei den Menschen, die diesen Content machen, das ist Herzensangelegenheit. Das ist, weil die wirklich auf Dinge aufmerksam machen wollen, weil die was bewegen wollen, weil die was dalassen wollen, weil die noch normal sind, Digi. Der eine andere Ansicht hatte, war ja damals so gewesen, auch heute, da wurden zum Beispiel Medizinprofessoren, die Querdenker quasi waren, eine andere Ansicht hatten, wurden einfach aus der Universität rausgeschmissen. Und das gab es überall, dass jeder, der sein Maul aufgemacht hatte, wurde entfernt. Ja, das passiert ja überall, ne? Überall, wo du den Mund aufmachst, kriegst du verdammt üble Kritik zu den heutigen Zeiten, ne? Die schlimmste Angst eines Menschen ist, ausgeschlossen zu werden. Und ich glaube, das ist auch so diese Angst dahinter. Die Menschen sind eigentlich durch diese Angst getrieben, ja, ich darf keine andere Meinung haben. Sehr gut gesagt. Soziale Ausgrenzung, da haben sehr viele Menschen Angst vor. Weil wir sehen ja, was mit den Leuten passiert, die eine andere Meinung haben. Die werden diskreditiert. Ich kenne auch Ärzte, die auch diffamiert worden sind, auch angeklagt, bis heute auch Streits haben vor Gericht. Vor Gericht stehen aber nicht nur Ärzte im Widerstand, sondern auch Professor Bakhti, der diesen Monat wegen Volksverhetzung angeklagt wird.
Digga, das musst du dir mal reinziehen, Alter. Das ist echt so weit gekommen, dass diese Menschen verklagt werden wegen Volksverhetzung, Bro. Ebenso wie Firat. Der Bruder auch? Meine Hauptklagen. Ich habe jetzt zwei Klagen gegen mich laufen wegen Volksverhetzung. Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Und die eine Klage war deswegen, weil ich auf einer Demo gesagt habe, ich habe die Tat vor 80 Jahren verglichen. Ich habe eigentlich, es war halt so, wir waren auf einer Demo, dann sind die Polizisten rumgegangen, haben wieder einige Leute mitgenommen, haben gesagt, ihr müsst hier Masken tragen, haben rumgeschrien, haben wieder rumgeknüppelt. Guck mal, wie die Leute zusammengeschlagen haben und so, Digga. Diese Bullenschweine müssen verklagt werden, die das gemacht haben, Bro. Ich war da gewesen. Guckt euch das Video an, Leon Lovelock, wach. Den Song, das Musikvideo. So. Die Szenen habe ich teilweise selber aufgenommen. Mitgenommen, haben gesagt, ihr müsst hier Masken tragen, haben rumgeschrien, haben wieder rumgeknüppelt. Guck dir das an, Digga. Ich auf manche Leute eingeschlagen, dann bin ich auf die Bühne, habe das Mikrofon genommen und habe halt den Polizisten ins Gewissen geredet und habe halt gesagt. Digga, mit Knie, mit Ellenbogen, mit allem sind die da reingegangen, Bro. Und ich habe geweint fast, wo ich da war und das gesehen habe. Und die wollten auch auf mich losgehen, aber ich habe eine Kamera gehabt. Und keiner von den Leuten hat irgendwas gemacht, außer da gestanden und gesagt, nee, mit uns nicht. Dessen wurde ich verklagt, weil ich gesagt habe, wegen dem Vergleich, ja, weil ich gesagt habe, vor 80 Jahren habt ihr jüdischen Kindern in den Kopf geschossen und gesagt, ich mache nur meinen Job. Oder beziehungsweise die haben das damals gesagt. Heute knüppelt ihr friedliche Demonstranten, die Frieden, Freiheit, Demokratie rufen, nieder, zwingt sie eine Maske zu tragen. Diskriminiert Menschen, die nicht geimpft sind und sagt auch, tut mir leid, ich mache nur meinen Job, ja. Und dieser Satz, ich mache meinen Job, den habe ich halt extrem oft angegriffen, auch bei den Unternehmern und habe die Vergleiche gezogen. Und deswegen hat man mich als Volksverhetzer betitelt, obwohl es ganz arg wichtig ist, dass wir vergleichen. Hättest du dir gedacht gehabt, das wäre möglich gewesen, dass das in diesem Land, wo wir alle doch so darauf geschult sind, die NS-Zeit in Schule durchgekaut haben ohne Ende, dass das hier nochmal möglich wäre, dass so ein System sich... Das ist crazy, dass gerade in diesem Land, wo so viel passiert ist, noch am besten alles funktioniert hat. So. Bei uns hat es am besten funktioniert. So, wir waren Top 3 auf jeden Fall, was Maßnahmen, Einschränkungen und Mitmachen bei dieser ganzen Scheiße angeht. Weißt du? Das ist so traurig, Bro. Das ist so heftig. Also man merkt, wir haben einen Scheißdreck aus der Geschichte gelernt. Einen Scheißdreck haben wir aus der Geschichte gelernt. So. Und... Ja, Digga, in anderen Ländern so, in anderen Teilen auf der Welt hat das nicht so gut funktioniert. Selbst in Amerika, was glaube ich die, Bro, da sind sehr viele Leute sehr krass programmiert und sehr lost so. Aber selbst die haben noch ein gewisses Bedürfnis nach Freiheit und haben nicht alles mit sich machen lassen, so, weißt du? Viele Bundesstaaten auf jeden Fall. Also, so wie in Deutschland hat es fast kaum auf der Welt funktioniert. Und das ist hart. Das ist auch ein Grund, wo ich so ein bisschen meine Hoffnung in Deutschland auch verloren habe. Ich habe sie nicht aufgegeben, weil ich glaube immer noch, dass es genug Menschen gibt, die auch das Potenzial haben, anders zu denken und aufzuwachen. So. Aber gleichzeitig halt auch sehr viele Menschen da sind und die immer noch bereit dafür sind, für diese Agendas zu kämpfen. Das heißt, die kämpfen quasi für diese politische Agenda und machen andere Menschen nieder und würden sogar bestimmt noch über Grenzen gehen. So. Das hat mir auch Angst gemacht in der Zeit, das zu sehen. Das hat mir wirklich Angst gemacht zu sehen, weil was ist, wenn auf einmal morgen wieder heißt, keine Ahnung, Alter, die müssen jetzt geprügelt werden, die müssen ausgegrenzt werden, die müssen getötet werden, so. Was ist dann? Weil die Frage ist, es hätte ja noch weitergehen können. Die haben ja zum Glück ja vor einem Jahr mit dem Spiel aufgehört, aber die Richtung ist ja sehr extrem gewesen. Wie siehst du das? Ich hab das in meinem letzten Interview auch genauso erklärt, dass die das locker geschafft hätten, dass ein Großteil der Bevölkerung gesagt hätte, schießt auf die Impfverweigerer. Wenn die Medien gesagt hätten, hör zu, der Lockdown wird sich immer mehr und mehr verlängern, solange diese Leute auf die Straße gehen, die Impfung verweigern, das nie enden. Wir haben uns echt überlegt, die abzuknallen, weil die sind eine Gefahr. Der Großteil dieser Menschen hätte gesagt, schießt sie nieder. Das kannst du mir glauben. Davon bin ich heute überzeugt. Das hat die Zeit auch so ein bisschen gezeigt, so. Dass Leute immer noch bereit sind für so einen Scheiß da wirklich, weißt du, wie ich meine, wenn die Bullen von oben gesagt bekommen hätten, ey, schieß, ab jetzt wird geschossen. Bro, leider hätten viele mitgemacht, sage ich dir ehrlich, ich bin auch überzeugt davon. Nicht alle, weil ich glaube, auch da gibt es noch Leute mit Herz, Moral, Ethik und so und die noch Menschsein in sich haben, so, aber ich glaube, einige hätten mitgezogen. Einige hätten mitgezogen und das ist einfach beängstigend.
Und die sterben und doch sowieso irgendwann. Weil quasi, ja, die würden ja dann irgendwann eh sterben, weil das Virus kommen würde, weil das Virus ja gefälscht wäre. Deswegen würden wir den quasi zum Beispiel erleichtern. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich die Medien angenommen nur 2 Wochen in der Hand hätte, ich müsste 5, 6, 7 Videos einspielen. Ich mache dir ein einfaches Beispiel, wie Schwarze in der Masse einen Weißen verprügeln, eine Frau vergewaltigen. Das musst du nur 2 Wochen einblenden. Dann wird jeder friedliche, liebevolle Schwarze mit bösen Augen angeschaut. Und schon würde wieder 70-80% der Bevölkerung sagen, raus. Genauso wie die das mit dem Islam gemacht haben nach 9-11 so. Genau so. So funktioniert die Propagandamaschine. 1000-mal im Fernsehen gesagt, das Wort Islam und Terror miteinander in einem Satz genannt so. Und auf einmal waren auf der ganzen Welt, wurden alle Muslime, die sich, keine Ahnung, Frauen mit Kopftuch und Muslime mit Bart und so, wurden dumm angeguckt. So, da hast du gemerkt, wie diese ganze Scheiße funktioniert, Bro. Guck mal, wie leicht wir programmierbar sind. Ich kenne sogar Muslime, die selber sagen, Bro, ich habe auf einmal selber Angst gehabt, als ich jemanden im Flugzeug gesehen habe mit einem langen Bart, Bro. So sehr haben die meinen Kopf gefickt. Schwarzen, was wollen die überhaupt hier, ja? Das ist so einfach, das habe ich die letzten 3 Jahre durch die Medien gemerkt. Und man sieht einfach, welche Macht die Medien einfach haben, also. Zum Beispiel auch das Thema der Zensur hast du gerade angesprochen gehabt, wurde damals auch gemacht. Also es ist ja wichtig, dass die Medien ja gleichgeschaltet sind. Und das waren sie, oder? Ja, mehr oder weniger auf jeden Fall, ja. Sie haben alle das Gleiche gesagt, also alle Medien von ARD bis zum Spiegel haben alle das Gleiche gesagt, nicht die Ungeimpften sind schuld an der Pandemie und alle anderen Informationen wurden ja wegzensiert. Klar kann man, war das halt so, aber man hatte jetzt auch, also ich hatte jetzt zumindest keine Zweifel daran, weil ich habe bisher jetzt keine richtigen Schicksalsschläge mit Politik gehabt. Also ich habe dem immer ein bisschen wie so ein Schaf blind vertraut. Ja, es ist klar, es ist aber auch jetzt bisher auch nichts Schlimmes passiert. Das können die Leute sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass unsere Regierung alles so viel Mist verzapft. Dein Vertrauen ist weg. Na, was heißt mein Vertrauen ist weg? Ich glaube den halt nicht mehr. Du kennst doch den Film Matrix, oder? Und das ist auch... Das ist eine Doku, Bro, ist kein Film. Da gibt's eine Szene, wo Morpheus sagt, so ja, die Leute, wenn du die jetzt aus der Matrix rausholen würdest, du könntest die nicht anplagen aus der Matrix, weil die wären einfach nicht bereit dafür. Ja. Und viele... Ja. True. Die sind auch einfach nicht bereit für die Wahrheit hier, was hier eigentlich abgeht, komplett auf der Welt. Und oft ist es auch so, dass Menschen gewisse Wahrheiten, ja, wirklich nicht aushalten. Und deswegen ist... Echt starke Leute im Video dabei, ne? Verdrängungsmechanismus, was natürlich ist. Und ich glaube, wenn diese Wahrheiten, die eigentlich schon vor 3 Jahren da waren, wenn die Menschen die von Anfang an so ins Bewusstsein... Siehst du, da merkst du aber, guck mal, so, du triffst mittlerweile auf der Straße Menschen, die so deep sind, so, die so tief sind, Bro. Feier ich. ...gerufen bekommen hätten, dann hätten, glaube ich, damals schon viele gesagt, okay, ich springe von der Brücke. Also jetzt mal ganz krass und... Dass die Leute vielleicht langsam den Stecker aus der Matrix gezogen werden, wenn das Ganze zu schnell geschieht, dann, ja, dann sind die Menschen verwirrt. Deswegen musst du denen langsam zeigen, so in der Welt leben wir eigentlich gerade. Schau mal her, wir zeigen es dir jeden Tag. Das ist sonst zu überwältigend für viele, ja. Ja, auf. Dafür sind wir hier da, meine lieben Freunde, ja. Love, stream it in, man, Alter. Amazon Prime is for free, langer, supportet den Shit. Fall, das glaube ich auch, aber es gibt ja immer noch einige Leute, die sich halt dagegen wehren. Und die wollen an etwas festhalten und das führt dann auch zu diesen Reaktionen, dass die wollen an das festhalten und deswegen kämpfen die auch gegen das, was gegen die Wahrheit quasi. Ja. Apropos Wahrheit, lustig war auch, dass wir als Nazis betitelt wurden von denen, die Nazi-Methoden anwenden. Ist so. Die zur gleichen Zeit. Genauso wie diese Antifa-Aktion da zum Beispiel bei dem Ketzer der Neuzeit-Video, wo er da auf dieser Feministen-Demo waren und so. Das sind faschistische Züge, die diese Leute da zeigen, weißt du? Und die betiteln dann die anderen als Rechts- und Nazis, so. Die wissen selber nicht mehr, wo vorne und hinten ist, die Jungs innen. Heute noch Nazis in Ukraine unterstützen. Noch lustiger war nur die Antifa, die ja eigentlich gegen Faschismus ist. Stattdessen aber für ein faschistoides System kämpft, sich für Überwachung, für staatliche Kontrolle und für die Ausgrenzung von Minderheiten einsetzt. Wir kämpfen euch alle! Wir sind geboostert! Auf welcher... Was dachtest du Scheiße, Dicker? Bro, das... Bro, Alter, ich schwör's dir, das ist Deutschland, Bro. Sorry, Digga, aber das kannst du dir... Also sowas gab's bestimmt in keinem anderen Land, Digga. Wir sind guck dir das an. Guck, lasst euch das auf der Zunge zergehen hier jetzt. Euch alle! Wir sind geboostert! Ey, das macht mich fertig, Digga.
Sowas macht mich fertig, Dicker. Das löst in mir so viele Dings aus. Also da kannst du auch so viel Spiritualität und meditieren und bla bla bla. Aber bei sowas, Digga, so. Alles wird gut, Bro. Welcher Seite war es einfacher zu stehen gewesen? Auf der Seite der Regierungstreuen? Was labern die? Wir sind geboostert, sagen die, Bro. Digga, Alter. Ja, alles mitmachen, was man ihnen sagt? Ja. Oder auf der Seite zu stehen, derjenigen, die das Ganze kritisch betrachten und sagen, lass mal aufpassen. Was, wo war es schwieriger, sich einzusetzen? Also... Also natürlich das Zweite. Das ist eben schwieriger, eine andere Meinung zu vertreten als die Gesellschaftsnorm. Klar, also wenn man jetzt von Seiten spricht, es ist schon einfacher, einfach mitzumachen. Ja, das ist krass, aber was viel krasser ist, finde ich, dass die Leute schon vergessen haben, was abging halt, ne? Ich denke da viel zu oft drüber nach, dass es wieder kommen könnte. Und die Leute haben es einfach vergessen und das macht mich nachdenklich so. Ja, Bro, es ist gut, dass du drüber nachdenkst, mein Jutster. Menschen sind vergesslich. Also. Und verdrängen sogar absichtlich, weil... Wir sind geboostert, Bruder, ich kann nicht mehr. Krieg ich selbst ich noch ein Ding, Alter, hier ein Knacksdecker bei dem Scheiß. Die Menschen sagen, naja, ich will damit auch nichts mehr zu tun haben, weil vielleicht lieber es vergessen, nicht mehr wahrhaben wollen und eben weiterzumachen, aber dann kommst halt eben wieder, wenn du es nicht aufarbeitest. Viel schlimmer, als es vorher war. Es fühlt sich an wie so ein Test halt, verstehst du? Das ist, guck mal, die Leute laufen immer so einen gewissen Trend hinterher, was gerade einfach in ist, was gerade in ist zu sagen, welche Meinung vertreten werden muss, die gerade aktuell einfach in ist, so. Und sobald irgendwelche Irrtümer rauskommen, oh, das war ja anscheinend doch nicht so richtig, dann verstecken sich die meisten Leute und sagen, ja, ich habe da eh nicht mitgemacht, ich hab ja eh nicht so gedacht, ach. Ja, das ist ja immer so. Da ist man Die haben keine Meinung, die übernehmen einfach das aktuelle Narrativ, weil die damit immer auf der sicheren Seite sind. Das ist deren Ideologie. Die stehen für nix, für einen Scheißdreck stehen die meisten von denen. Die stehen immer nur für das, was man gerade vertreten darf. So, und wenn das morgen das Gegenteil ist, dann stehen die morgen für das Gegenteil. Die haben keine eigene Meinung und die stehen für nix selber in ihrem eigenen Leben. Die haben keinen Zugang zu ihrem eigenen Gefühl und zu dem eigenen, zu deinem individuellen Ich-Sein so. Und das müssen wir wieder mehr anregen bei den Menschen, dass die wieder sich trauen, sich selbst zu sein, Bro. So. Und dann will man natürlich bei den Schlauen sein, ne? Ich musste ja mitziehen, weil ich wäre sonst dran gewesen. Ich hätte sonst Strafe zahlen müssen, so ein Ding. Ja, wir mussten halt machen, was die oberen Köpfe in Deutschland uns vorgetragen haben, ja? Und wenn du es nicht machst, ja, dann zahlst du auf einmal. So, dann bist du der Doofe. Aber... Und dann verlierst du deinen Job. Ja, genau. Also ich habe das so mitgemacht, weil ich dachte, es ist mir wichtig, mein Geld zu verdienen, sonst gehe ich pleite. Also das war der einzige Grund. Du musst es halt. Das war der einzige Grund. Guck mal, wie traurig das ist, mein Leben, Freunde. Das ist doch so traurig, Bro. Weil die Menschen, das war ein Zwang. Mit. Und da sagen mir immer noch Leute, nee, gab's nicht im Zwang. Gab's nicht. Ach. Nee, ist klar, Bro. Also zumindest könntest du sagen, ich habe mitgemacht, aber nicht freiwillig. Also ich war dagegen gewesen. Theoretisch, ja, genau. Aber mitgemacht ist mitgemacht, ne? Jetzt kann ich mich da auch nicht reinwaschen. Und wir werden auf irgendeine Scheiße vorbereitet, die kommen kann und... Fühl ich. Keine Ahnung, ich will nicht in die Zukunft denken, weil wir hoffen einfach das Beste. Genau. Sei im Moment, versuch das Beste zu tun auf jeden Fall, mein Jutz, da fühl ich auf jeden Fall. Wir müssen auch uns eigentlich dagegen stellen. Ja, es war eine sehr aufregende Zeit, aber ich bin für diese Zeit auch sehr, sehr dankbar gleichzeitig. Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Ich verstehe die NS-Zeit noch besser, ja. Die Geschichte generell verstehe ich noch besser. Ich hinterfrage die Medien mehr denn je, das habe ich nie getan. Ich habe über die Gesundheit und... Ja, ich glaube, das ist bei vielen passiert. Gesundheitssystem so viel dazugelernt, ja. Und es ist für all diese Informationen, die ich in den letzten 3 Jahren bekommen habe, bin ich auch dankbar, sollten wir auch sein. Auch wenn vieles nicht so schön war. Und wichtig ist, dass wir daraus lernen und dass wir in Zukunft einfach sowas Ähnliches wiederkommen sollten, nicht mitspielen. Und ich glaube auch, ich sage ja immer wieder, Aaron, dieser Great Reset, der geplant ist, führt für mich auch unter anderem zu einem Great Wake-Up, ja, weil du hast noch nie so viele Menschen aufgeweckt. Ich muss dir sagen, ich war nicht so wach vor dieser ganzen Corona-Thematik, wie ich jetzt bin. Vor unseren Augen wurde ein faschistoides System hochgezogen. Die Unterdrückung und Ausgrenzung Andersdenkender, sogenannter Sozialschädlinge, wurde vom Corona-Kabinett stetig gesteigert. Bei gleichzeitiger Legitimation und Duldung der Mehrheitsgesellschaft. Komisch nur, dass die Mehrheit kein großartiges Interesse an Aufklärung hat. Ob das wohl daran liegt, dass die
dass die Mehrheit mitgemacht hat? Wir sind geboostert! Mach den Kopf zu, Digga. Nicht nochmal diese Szene, Bro. Denn immer dann, wenn ein Hör auf. Gruppe entmenschlich wird und ihre Menschenrechte abgesprochen werden, sind genau das die Anfänge. Und keiner ist darin besser geschult, diese Anfänge zu erkennen, als wir Deutschen. Aber dieser systematische Völkermord ist mit nichts zu vergleichen. Crazy Video, Bro. Da hast du ein gutes Ding rausgehauen. Da hast du einen guten rausgehauen. Friedvoller Krieger, starke Geschichte. Habe ich auf jeden Fall sehr enjoyed, meine lieben Freunde. Natürlich Originalvideo unten in der Beschreibung verlinkt, meine Süßen, bei YouTube. Klickt da gerne rauf, lasst auch bei ihm ein bisschen Support da. Heftiges Video auf jeden Fall. Uff. Krasse Geschichte auf jeden Fall, ne, Freunde? Da bin ich schon ein bisschen in Schwitzen gekommen, wenn ich ehrlich bin, ne? Da bin ich schon ein bisschen in Schwitzen gekommen. Die Reaction hat noch länger gedauert als sonst. Ich glaube, ich habe viel Senf reingegeben. Viel von oben, bisschen diese salzy Vibes. Crazy. Crazy Video, aber wertvoll. Gute Reaction. Fühle ich.